Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zelda Skyward Sword HD. Und in der letzten Folge konnten wir ja nicht weiterkommen, da uns irgendwas gefehlt hat. Und zwar fehlt uns ein Item. Ja, ein Item, was wir hier bei Doroku verbessern können. Und dieses Item ist nichts Geringeres als unser bester Freund, der Beetle. Den seht ihr ja schon. Den können wir hier verbessern zu einem flinken Beetle. Dafür brauchen wir zwei Ionblumen, die wir haben. Goldene Schmuckstädel, die wir haben. Und was wir vorher nicht hatten, sind zwei Bienenlarven. Deshalb konnte ich das auch nicht vorher schon machen. Denn die Bienenlarven, die habe ich nicht verstanden, wie man die bekommt. Ich sage es aber jetzt, wie das geht. Und zwar müsst ihr einfach im ersten Gebiet in dem Wald einfach gegen bestimmte Bäume rennen, wo die ganzen Bienen auf einen warten. Und dann fällt manchmal die Bienenlarve runter. Müsst manchmal auch an bestimmten Winkeln und bestimmten Bäumen manchmal auch mehrmals rollen. Ne? Irgendwann fällt es auf jeden Fall runter und dann kriegt man die. Genau, und dann können wir den flinken Käfer machen. Okay. Den werden wir jetzt machen. Okay. Genau, mit dem kommen wir weiter. Ja, ja, der fuchtelt jetzt so rum, ne? Macht da seine Flügel ein bisschen bunter. Und dann kriegen wir hier den Flinkkäfer. Er ist um einiges schneller als dein älter Käfer. Er ist um einiges schneller als dein alter Käfer. Aber pass auf, dass du damit die Kurve kriegst. Ja, aber mit dem kommen wir überhaupt nicht weiter, denn wir können ihn nochmal upgraden zu einem Kraftkäfer und schaut euch ihn mal an, er ist so komplett orange. Erst haben wir erstmal so seine Greifarme gemacht, dann haben wir seine Flügel verbessert und jetzt sein ganzer Körper wird so komplett orange und damit kann er angreifen. Jetzt mit dem Flinkkäfer ist er halt schneller, aber mit dem können wir angreifen und das brauchen wir, um diese blöde Pflanze zu besiegen. Dafür brauchen wir ein paar Sachen, die wir eigentlich schon alle haben, merke ich gerade. Wir haben alles, was wir dafür brauchen. Deshalb machen wir den auch. Bin ich sehr froh, dass das nicht kompliziert ist. Genau. Und wenn wir schon mal dabei sind, habt ihr gesehen, den Kescher, den könnte man auch machen. Und den würde ich jetzt auch upgraden. Das sage ich jetzt gleich, warum wir den nicht upgraden konnten vorher. Aber erstmal, der Kraftkäfer! Er kann viel länger fliegen als ein alter Käfer. Nun kannst du auch Orte, die weiter entfernt sind, erforschen. Ja, und er kann angreifen. Meine ich. Bin mir nicht sicher, aber ich meine schon. Nee, ich bin noch nicht fertig. Ich habe außerdem B gedrückt. Ich bin noch nicht fertig hier. Ich würde gerne noch den Kescher verbessern. Und zwar braucht man für den Kescher... Oh nein, jetzt habe ich keine Ionblumen mehr. Wartet mal. So Leute, ich bin wieder hier an diesem Gebiet, denn hier kann man jedes Mal Ionenblumen farmen und ich werde einfach raus und reingehen, immer wieder Ionenblumen farmen, bis ich genug habe. Bis gleich. Okay, da habe ich nun die Ionenblumen gefarmt. Die sind wirklich mega einfach zu farmen, also das war wirklich easy und simpel. Was kann ich denn hier eigentlich machen? Oh, Vogelfeder habe ich noch nie gesammelt. Ich weiß gar nicht, wie ich die bekomme. Okay, vielleicht kriegt man die auch erst mit dem neuen Kescher, mit dem Schmetterlingsnetz, wie auch immer. Genau, ich weiß, ich habe noch gar nicht erklärt, wie man Wüstengras bekommt. Wüstengras bekommt man an einem bestimmten Ort, ich glaube ungefähr irgendwo gegen Norden, kriegt man die sehr oft, die spawnen da sehr häufig, einfach mit dem Kescher fangen und das war's, bevor die halt irgendwo gegenrammen, weil dann sterben die natürlich, also, gehen kaputt, die sterben nicht, egal, wisst was ich meine. So, und damit können wir einen größeren Kescher machen. Und den holen wir uns jetzt. Weil der ist bestimmt sehr viel besser als der normale Kescher. Weil mit dem kriegst du halt nicht wirklich alles. Und der sieht sehr groß aus. Jetzt sollte man mit dem alles fangen. Du hast das Meisterfängernetz erhalten. Dein Netz ist nun doppelt so groß wie zuvor. Damit solltest du selbst die schnellsten Insekten erwischen. Genau das hat mir gefehlt. Okay. Bis auf den Schild haben wir sonst nichts mehr zum Upgraden. Ich weiß auch nicht, warum hier so extrem viele Slots ist. Weil so viele Items kann man gar nicht upgraden, ja. Höchstens Schilde, die du überall bei dir mit hast. Vielleicht ist es deswegen so, aber trotzdem super dumm. Und was ich gemerkt habe, ist, dass hier eine Kiste ist, die wir gar nicht geöffnet haben. Warum auch immer. Die werden wir dann jetzt mal eben schnell öffnen. Für den goldenen Rubin 300 Rubine. Unglaublich. Aber da ist das immer nur für dich. Freunde, sag das niemandem, okay? Dass ich jetzt gerade ganz viel Geld gescheffelt habe. Oh mein Gott. Terry wird sich da definitiv freuen. Ich weiß es schon. Meine Flaschen sind alle leer. Also ich glaube, wenn ich schon mal hier bin, mein Gott, dann hole ich mir, glaube ich, sogar mal eben einen 20 Rubinen Herztrank, weil die sind super billig. 20 Rubinen ist wirklich nicht viel.
dafür, dass du dich heilen kannst, ja? Die restlichen lasse ich erstmal noch. Oh, warte, was? Ich darf was zu sagen. Was gibt's denn? Willkommen. Es tut mir leid, dass ich ihn noch ausseuchte. Ich bekomme nur nachts keinen Schlaf mehr. Nein, ich sollte mich vor den Kunden nicht beschweren. Tut mir leid. Weiter geht's. Willkommen im Trankladen. Okay, er bekommt nachts keinen Schlaf mehr. Vielleicht kann man ihm helfen. Vielleicht in der Questfolge mit Ingi. Da wollen wir doch mal schauen. Ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir wieder in der Wüste sind. Und da kommen wir auch schon angeflogen von ganz weit oben. Ach, wie schnell das noch gehen kann, oder? Und ich habe übrigens herausgefunden, wie man rollt und wie man sein Schild benutzt. Und zwar müsst ihr den Stick reindrücken. Und hier könnt ihr übrigens auch gerade zustechen, wenn ihr einfach drückt. Ich dachte, das macht man irgendwie anders mit so einer Bewegung oder so. Man muss einfach beide Sticks reindrücken, dann habt ihr noch ein paar andere Optionen. Also, ich habe auch schon gesagt, da gedrückt halten, könnt ihr die Kamera drehen. Und ja, jetzt weiß ich das alles. Und das ist schön, dass ihr das alles weiß. Und ich merke gerade, ich muss hier erstmal den ganzen Weg wieder hochkommen. Ups. Ich weiß gar nicht, wovon ich geredet habe. Ich bin doch schon oben. Naja, wie auch immer. Ich glaube, er hat einen ehrlichen Kampf von mir verdient, oder? Jetzt, wo ich auch blocken kann. Und jetzt, wo ich weiß, wie man kämpft, aber ich treffe nicht. Komm, mach. Komm. Da, komm. Yeah. Keine. Oh, der ist schon tot? Das war's schon? Warum schubst er mich in seiner Leiche noch tot? Also so weg. Egal. Genau, das haben wir ja schon alles geholt. Warum auch immer da noch meine Markierung ist, die kann weg. Die andere Markierung, die kann auch da bleiben. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man da rankommt. Vielleicht geht das auch erst später. Ich habe keine Ahnung. Sagt es mir Bescheid. Irgendwie oder so. Was weiß ich. Ja. Wir müssen auf jeden Fall sehr viel nachholen, jetzt wo wir so krasse Items hier haben. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir so viel zum Nachholen. Und ich finde es blöd, dass das Spiel einem das nicht sagt, dass man gezwungenermaßen seine Sachen alle upgraden muss. Finde ich sehr schade. Aber muss ich halt mit leben. Und wer wagt es, mich hier anzugreifen? Du bist es. Komm runter da. 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 Yeah, da kann ich dir eine reinhauen. Vögel verprügeln, das ist mein Hobby. Das mache ich gerne. Jaha. Jahaha. Na klar. Aber immer doch. Ich würde da gerne hoch, ohne runterzufallen. Dankeschön, Spiel. So, und jetzt möchte ich unbedingt mal unsere neuen Sachen ausprobieren. Erstmal, das haben wir schon ausprobiert, die neuen Leute. Unser Netz. Yo. Das ist wirklich viel größer jetzt. Das ist wirklich viel größer. Und unser Beetle. Ich meine, sie werden so schnell erwachsen. Ja, schneller ist auf jeden Fall. Und jetzt! Haja! Hä? Muss ich ihn vielleicht da oben an seinem Hals abschneiden? Ich kann beschleunigen. Bam! So eine Rammattacke kann ich machen. Na, cool. Und habt ihr es gesehen? Jetzt haben wir ihn besiegt und jetzt kommen wir da endlich weiter. Ist das nicht schön? Oh, warte, ich muss hier hinterstehen. Genau, ich spring einfach rüber. Ich hoffe, der respawnt nicht, aber ich denke nicht. Und ja, da oben haben wir auf jeden Fall ein paar Vögel, auf die wir aufpassen müssen. Deshalb schnell die Peitsche her und die Viecher da runterholen. Die nerven nämlich. Ja, der andere kommt schon auf mich zu. Ich weiß, mit Feuerattacken. Ja, ich weiß, ich weiß. Kann ich bald auf einmal machen. Na komm, komm her, trau dich. Traut euch, kommt zu mir. Ah ja, Captain. Da ist er tot. Let's go. Okay. So, weiter mit dem Greifhaken. Ein Item scheint uns noch zu fehlen, dann haben wir alle. Zumindest laut den Slots her. Und kannst du mal bitte nicht so hoch fliegen? Danke. Yes. Wir fliegen hier wild herum. Und das war's. Wir sind hier am Haus angekommen.
Hallo? Sind wir zu Hause? Oh, alles voll. Voll staubig hier. Und was macht ihr denn jeder hier? Aus dem. Was war das dritte Dungeon, ne? Oh Gott, haut mal bitte ab. Auf euch habe ich ja gar keine Lust. Oh, erstmal entspannen. Gebieter, ich muss dich ermahnen. Ausruhen kannst du dich später. Ja, jetzt solltest du zuerst nach der Seekarte suchen. Okay. Pfei redet für sich selbst mal. So, wie kannst du es wagen, Gebieter? Wir machen gerade eine Aufgabe und du setzt dich hin? Ja, sorry. Okay, ich räume ja so schon sein Zimmer auf, ey. Dass er das nicht selber machen kann, okay. Achso, kann er ja gar nicht, wenn er da... Er kann ja gar nicht weg von seinem Boot, weil der Kristall geht ja nicht weg, aber... Trotzdem, egal. Okay, geh nicht weg, egal. Ja, machen seine Vasen auch kaputt, ich meine. Hat sowieso vergessen, dass er die hat, von daher. Hey, geh nicht kaputt. Hallo, geh kaputt! Ja, dann halt nicht. Aber schaut mal, hier haben so viele Leute gewohnt. Die sind alle gestorben. Die Armen. Die tun mir echt irgendwie leid. Naja, ich puste trotzdem weg. Wenn ich treffen würde. Ich weiß auch gar nicht, warum die Kamera ganz so komisch ist. Das ist alles im Weg. Es steht alles im Weg. Ja, ein Bernstein noch. Okay, kann ich hier reingucken? Da ist ja gar nicht, das ist alles kaputt, ist gar nichts drin. Okay. Oh. Na gut, dann wollen wir doch mal schauen, was sich hier in dieser Truhe so schönes befindet. Vielleicht ein geiles Item? Die antike Seekarte. Wir gehen auf Schatzjagd. Diese Karte stammt aus einer Zeit, in der die Wüste noch ein Meer war. Kann ich mir schon denken. Sieh nur, Gebieter. Ganzen Schiffe. Every night in my dreams. Auf diesem Schiff ist Nairos Flamme versteckt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Mannschaft ebenfalls aus Robotern besteht, beträgt 90%. Ich schätze, dass der Kapitän inmitten seiner Mannschaft ein glückliches Leben gelebt hat. Ja, das ist eine coole Anspielung da oben auf Titanic, aber... Alter, schaut euch mal dieses Bild an. Wow. Wobei, ich habe sogar mal meine Cam weg, weil das ist echt ein krasses Bild. Ja, mit einer riesigen Mannschaft einfach. Krass. Also, die hatten ja echt ein schönes Leben, bis sie halt hier versteinert wurden. Ich weiß auch immer noch nicht, wie es passiert ist. Vielleicht einfach Akku ausgegangen, vielleicht wurden sie angegriffen. Man weiß irgendwie gar nicht mal so viel über die, was da passiert ist, wie das alles zustande kam. Bin ich ein bisschen traurig. Vielleicht finden wir es ja noch heraus. Wäre auf jeden Fall nicht unmöglich, das zu denken. Von daher sind hier irgendwo noch Viecher. So kann ich hier runterspringen. Weird. Da oben könnte was sein, wenn hier schon so Kisten sind. Jetzt irgendwo ein Tier. Ich sehe es. Wie kriege ich das? Oh Gott, der Vogel. Nicht der Vogel. Moment. Langsam. Aber warum muss man hier hochklettern? Ja! Boah, mit der hat ja richtig große Reichweite. Habt ihr das gesehen? Von hier aus konnte ich ihn schon bekommen. Ist noch einer. Komm schon. Ja! Okay, das ist so viel besser. Hier sind noch mehr. Was seid ihr denn für Viecher, dass ihr hier lebt? Oh, er wollte gerade wegfliegen. Hab ich dich. Haha. Okay, hier sind nur für die Käfer. Alles klar, mehr ist hier nicht. Okay, dann wollen wir noch mit der Seilbahn wieder hinunterfahren. Warum lebst du? Hab dich doch gekillt. Oder warte, bevor wir jetzt runterfahren, kann ich da irgendwie... Nee, da komme ich noch niemals hin, oder? Oder? YOLO! Oh, das geht wirklich, das geht wirklich! Oh. Ja, nice! Ja, nice! Silberner Rubin, sagenhafte 100 Rubine wert. Fühlt sich gut an, nicht wahr? Ich habe das alles ganz allein herausgefunden. Niemand von euch brauchte mir sagen, wie man das bekommt. Ich bin einfach von alleine schlau.
So, und jetzt kann ich mich hier wieder verpieseln. Ja, ja. Wir hauen ja ab. Mit unseren geilen, geupgradeten Waffen. Da wird nun alles erreichen. Und wahrscheinlich auch den... Was war das? Fünfte Dungeon oder so? Ja, Meister. Weil wir so heftig und krass unterwegs sind. Ja. So sieht es aus. So, mein Kumpel, wir gehen auf Schatzjagd. Ich hab Lust. Let's go. Du hast es hier gerade gefunden. Gut gemacht. Jetzt macht diese Fahrt erst richtig Spaß. Lass uns mein Schiff suchen, ja? Psst. Sollen wir ablegen? Auf geht's! Brechen wir auf. Psst. Nice. Das macht voll Spaß. Öffne jetzt mal die Seekarte, die du mitgebracht hast. Psst. Wo war die Animation dafür? Die Lage der Werft ist mit X-Paket. Oh Gott, da ist ein riesiges weiteres Gebiet. Was ist denn da hinten eigentlich noch? Da oben rechts? Und was ist denn da? Hm. Alle unsere Schiffe kommen aus der Werft. Auch um eines wurde dort gebaut. Bin mir sicher, dass du dort einen Hinweis auf deinen Aufenthaltsort meines Schiffes finden wirst. Auf geht's! Okay, aber bevor wir jetzt da hinsegeln, hätte ich ehrlich gesagt... Ah, mit B. Hätte ich ehrlich gesagt gerade lieber Lust, mal dahin zu segeln. Weil ich gerne wissen würde, wollen würde, was es da alles so gibt. Ja, ist die richtige Richtung. Vielleicht ist da ja irgendwas Cooles. Das wäre cool. Was Cooles wäre cool, ja. Genau. Ja, wer weiß, vielleicht ist ja wirklich was. Ich sehe auf jeden Fall da unten irgendwas Krasses. Ist das eine Kiste? Was ist denn das? Da ist irgendwas unter Wasser. Ich bin schon fast da. Ach so, das sind nur... Oh, das sind nur Korallen. Okay. Sah aus wie so eine weiße Kiste oder so. Ist hier nichts? Gar nichts? Hier ist noch ein Eingang. Ja, doch, hier ist was. Hier ist was. Ein Secret? Darf ich hier nicht... Hä? Hallo? Kann ich hier please... Bong, bong. Hä? Oder ist das Gebiet hier für später gedacht und deshalb lässt er mich jetzt gerade nicht drauf? Er lässt mich nicht, Leute. Dann halt nicht. Schade. Ich gehe mal davon aus, dass das Gebiet noch für später gedacht ist. Dass wir jetzt erstmal dringend dahin sollen. Ich sehe es auch schon da ganz hinten überall. Sieht auch schon so aus, als wäre da hinten das Schiff. Also hätten wir die Karte gar nicht gebraucht für, aber na gut. Da ist die Border, ich weiß. Aber ich finde das ja eigentlich ganz cool, auch wenn es ein bisschen leer ist. Und das alles so, so eine... Weiß nicht, es ist, fühlt sich trotzdem an wie eine Wüste, wo wir einfach drüber surfen. Aber trotzdem, so das Grundprinzip hier so drüber zu surfen, finde ich echt cool. Auf so Schatzjagd zu gehen. Das hat schon was. Und da drüben soll es sein... Oh, oh, TNT-Fässer. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht dagegen jagen. Und da sind... Oh, jetzt wird es erst interessant. Ich habe da hinten einen Gegner gesehen. Oh Gott. Oh, oh, wir sind hier nicht erwünscht, Freunde. Die Musik wird auch immer düster. Bam! Die können wir überfahren. Nice. Oh, oh. Die wollen uns abschießen. Wir leben leider wieder, weil wir in der Nähe sind. Deshalb müssen wir hier schnellstens... Hier hin. Schnell. Ab. Ja. Perfekt. Wir sind angekommen. Werft. Ist das wieder eine Stadt? Wird hier die Flamme sein? Möglich. Boah, wie das Ganze wohl aussah in der Vergangenheit. Das muss ja richtig krass ausgesehen haben. Wir sind da. Auf dieser Insel wurden früher Schiffe gebaut. Hier befindet sich sowohl der Werft als auch die Behausungen der Werftarbeiter. Psst. Ja, dieses Gebäude ist die Werft. Aber der Eingang ist verschlossen. Wir kommen da wohl nicht rein. Die einzelnen Gebäude dieser Insel sind mit Loren untereinander verbunden. Wenn du in die Lore steigst, kannst du die Werft vielleicht über den Hintereingang betreten. Ja, ja, dort ist der Lorenbahnhof. Psst.
Geh dort einmal hin und sieh dich um. Ich warte auf dich. Alright, wir sollen dann nach hinten. Gott, die Werft. Obwohl, das ist eigentlich alles eine gerade Linie. Wir gehen hier so lang. Wheel an Slalom. Sonic Level. Und dann... Ja, ist einfach ein gerades Level. Also ziemlich... Wie so ein Lorenfahrt halt. Bin ich mal gespannt. Dann werden wir erstmal abspeichern. Ne? Abspeichern ist immer schön wichtig, Freunde. Merkt euch das. Abspeichern immer wichtig. Ihr wollt ja auch in Progress nicht verlieren. Das wäre schade. Dann habt ihr keine Lust mehr auf das Spiel. Und das muss auch nicht sein, weil ich finde, bisher macht das Spiel schon Spaß. Oh Gott. Ich habe nichts gesagt. Schaut mal, wer wieder da ist. Die Leute, die mich damals zum Game Over gebracht haben. Und die bringen mich hier eventuell wieder zum Game Over. Wie ging die nochmal? Wie ging das nochmal? Mach mal. Oh. Oh, Mist. Mein Schild geht kaputt noch. Wie mache ich das denn? Bombe? Ich hab's halt... Oh, weil ich brenne. Oh, wie dumm. Okay, mein Schild ist wieder aufgeladen. Das finde ich sehr gut eigentlich, das Schild. Dass es nicht so schnell wieder auflädt. Ich dachte, es hätte länger gedauert, bis es... Das würde länger dauern. Was? Wieso? Hab ich kein Item gegen die Schleuder? Nee. Halt mal ab hier. Was mache ich denn gegen die? Ich hab's doch voll vergessen. Schon so lange her. Ich weiß es nicht mehr. Aha! Also doch kontern! Aber lass mich bitte erstmal auf einen konzentrieren. Egal wer, du zum Beispiel. Oh, der andere nervt immer mit seinem Feueratem. Mist. Okay, wenn sie angegriffen haben, sind sie auch mal kurz. Wo ist der andere hin? Hä? Was ist gerade passiert? Wo ist der andere hin? Hä? Ist er gerade gestorben? Ich meine, okay, nehme ich mit. Verdammt. Wieso zählt das denn nicht? Wir werden niemals erfahren, wo sie hingegangen sind. Egal. Dann sind sie jetzt halt tot. Wir können dann hochrollen die Treppe. Juhu! Mit dem Controller. Juhu! Hi. Turogo. Dieser Ort war eigentlich eine Art Bahnhof verloren. Die Loren sind noch gut in Schuss. Klettere hinein und fahre über die Insel. An der Wand dort drüben wird erklärt, wie du Loren steuern kannst. Aber Vorsicht, dies ist nicht ganz ungefährlich. Lies die Anleitung sorgfältig durch. Oh nein, nicht die 20 Seiten Euler. Bitte nicht. Ja, nicht 20 Seiten mehr. Ich lebe schon seit Jahren hier ganz allein dort. Doch dank meiner Loren wird mir nie langweilig. Okay. Ich habe Angst, dass Fei mich gleich wieder anschreit, weil ich sitze und mich heilen möchte. Deshalb lasse ich es lieber. Was? Wieso? Das war verbuggt irgendwie. Tritt an die Lore heran und drücke A, um hineinzusteigen. Ja, okay. Balanciere die Lore in Kurven aus, indem du deinen Körper beugst. Aha, cool. Bremse, wenn du zu schnell wirst, indem du B drückst. Springe, was? Springe nach oben, um Hindernisse zu überwinden. Okay, das wirkt hier wie so ein Mario-Level, aber ich versuch's mal. Okay, mit B kann ich bremsen. Oh yeah. Hm. Ich liebe diesen Tanz. Wow! In die Kurve rein, glaube ich, oder? Ja, damit wir schneller werden. Whee! Ist ja voll cool. Whee! Ganz auch verlangsamen, wenn ich brauche. Wie kann ich denn springen? Das habe ich jetzt nicht verstanden, wie ich springe. Oder kann ich es nur machen, wenn ich es muss? Oh Gott, das war aber knapp. Ich bin fast gegen die Wand geknallt. Super gruselig hier. Das war's. Das war aber echt cool. Das war echt wirklich cool. Okay, es ist zu unter uns. Also wir können nicht erkunden gehen. Macht aber auch Sinn. Es gibt ja nichts zu erkunden, aufzudriften. Hallöchen, Kumpel. Kommst mal bitte her.
Komm, please. Ha! Hehe. Leuchtet das so hell? Hallöchen. Wohnt ihr hier? Jetzt nicht mehr. Jetzt wohne ich hier. Ciao. Ich beraube eure Freiheit. Haha. Was macht einer? Ein Einzelner. Okay. Okay, hier ist eine Abkürzung zum Anfang. Aber das brauchen wir jetzt im Moment noch nicht. Noch nicht. Wer weiß, wie es später aussehen wird. Zur Werft. Ja, genau, da wollen wir hin. Der Arme. Wieder einer gestorben. Na gut. Auf geht's. Yeah. Oh, in die Kurve. Und dann nochmal, weiß nicht wo lang. Bin ich richtig? Okay, ist einfach nur im Kreis wieder. Okay, nach rechts. Genau. Hier lernen wir, dass wir in die richtige Richtung drehen müssen. Oh Gott. Okay, hier lang. Also deshalb kann man auch verlangsamen, damit man mehr Zeit hat zum Überlegen und zum Denken. Das ist klug, das ist gut gemacht. Falls man es braucht, natürlich. Und ich baue das durch. Nein! Okay, man muss alles in einem schaffen. Okay, keine Checkpoints. Aber okay, dafür verliert man noch keine Leben. Yeah. Link tanzt rum. Nein, wir wollen natürlich weiter. Weit hinaus. Vielleicht soll ich doch mal langsamen, wenn ich sowas hier sehe. Vielleicht soll ich das mal machen. Okay, wo ist jetzt? Nach links, ne? Nach links muss ich jetzt. Ja. Okay. Auch mal nach rechts. Und jetzt? Beides? Keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Ist beides richtig? War das andere falsch? Ich hab keine Ahnung. Hä? Wo bin ich? Ich hab komplett die Orientierung verloren. Ich sollte, glaube ich, mal ein bisschen langsamer machen, damit ich alles sehe. Oder war ich jetzt wirklich in der falschen Richtung? Ich kehre jetzt einfach nur in den Loop und wieder zurück. Hä? Wo bin ich? Wo fühlt er mich denn? Oh. Da halten wir. So, bin ich ja sicher. Okay, ich bin anscheinend richtig. Das sah krass aus. Ich dachte irgendwie, ich wäre falsch oder so, weil er mich hin und her geschickt hat. Endstation, Werft. Oh, wir sind hier drin. Aha. Alles klar, hier können wir direkt mal speichern. Ja, immer speichern, immer schön speichern. Kann ich euch immer nur empfehlen. Habe ich bestimmt noch gar nicht gesagt. Und ja, viel mehr machen wir jetzt nicht mehr, oder? Machen die Tür auf. Und... Was passiert denn was? Gebieter, wir sind im Minderen der Werft angekommen. Oh, was? Kranspiel? Nach alter Zeit ist auch hier alles voller Sand bedeckt. Ich empfehle dir, im Sand nach Einheitspunkten zum Chef zu suchen. Okay, wir werden anscheinend in der nächsten Folge ein bisschen Kränchenspiel machen, also seid dabei.